Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, für unsere heutigen Augen und Ohren ist es wirklich gar wenig, was wir über diesen Apostel zu sagen haben. Das, was wir von ihm wissen können, haben wir in der Lesung gehört. Das ist dann aber auch schon alles. Was wir dann vielleicht noch wissen, dass er der Patron unseres Bistums ist, weil in der altehrwürdigen Abtei in Trier seine Gebeine verehrt werden, die wohl durch die Kaiserin Mutter Helena und durch Bischof Acritius in eben diese Kirche gekommen sind. Wie kann das sein, dass die Kirche immer wieder auch Apostel feiert, von denen sie kaum etwas weiß? Ist das schon genug? Offenbar. Offenbar ist es schon genug, Apostel zu sein. Aber dieser Matthias ist ein besonderer Apostel. Wir dürfen einiges von ihm annehmen und ich denke, das ist legitim. Wir sollten uns in der Regel davor hüten, allzu viel in das Neue Testament hinein zu geheimnissen, was dort nicht steht. Wir sollten uns schon an das Wort halten, das hier steht, denn dies ist ein Zeichen von Liebe. Jesus sagt das im Evangelium, am letzten Abend seines Lebens. Das ist die Liebe und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Wenn ihr an meinem Wort festhaltet, nicht an dem, was ihr euch ausdenkt, sondern an meinem Wort. Die Apostel tun das in der Weise, wie sie vorgehen, um diese schmerzliche Lücke aufzufüllen. Warum überhaupt Lücke? Das ist das Erste, was diese 11, die übrig geblieben waren, nachdem einer diesen schändlichen Verrat an Jesus, an dem Meister begangen hat, was sie verstanden hatten. Dass es nicht einfach darum geht, dass Jesus die aussucht, die ihm so gefallen oder mit denen er zusammen sein will, sondern es müssen 12 sein. Das ist kein Zufall. Es sind die neuen Stammväter des erneuerten Gottesvolkes. Es sind nicht 11, nicht 13, nicht 10 oder 7, sondern es müssen 12 sein. Das ist das Erste, an dem die 11 Apostel beweisen, dass sie an Jesu Wort festhalten. Das Zweite, das uns heute, wenn wir an kirchliche Entscheidungsfindungen denken, ganz fremd sein mag, man tut nichts ohne ein Wort der Heiligen Schrift. Es muss sich das Schriftwort erfüllen, das der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Sein Amt, so heißt es in den Psalmen, soll ein anderer erhalten. Man versteht sich ganz aus diesem Wort der Heiligen Schrift her, das man immer mit Christus in Zusammenhang bringt. Ein Drittes. Man ist unglaublich ehrlich. Mein Gott, wie viel konnten wir gerade in der Kirche heute davon lernen, ehrlich zu sein. In dieser Zeit war es üblich, missliebige Personen mit einer sogenannten Damnatio Memoriae zu überziehen. Die Namen wurden überall gelöscht. Die Namen wurden nie wieder genannt. Man hat das in großen Inschriften, wenn der Name irgendwo gemeißelt war, hat man das abgeschlagen. Der soll nie mehr erwähnt werden. Aber Judas, so schlimm sein Verhalten war und so rätselhaft es uns bis heute erscheint, er wird genannt. Er wird sogar in das Gebet einbezogen, das man unmittelbar vor dieser Wahl spricht. Von wegen verschweigen, unter der Decke halten, vertuschen, nichts davon. Knallharter Realitätssinn. Aber auch darin zu versuchen, das Wirken des Geistes Gottes zu erkennen. Und klare Kriterien. Die mögen uns heute, wenn man einmal an die Nachfolge des apostolischen Amtes denkt, mögen uns die fast naiv vorkommen. Was soll der sein, dieser Apostel? Nichts anderes als ein Zeuge der Auferstehung Christi. Und er soll von der Taufe bei Johannes dabei gewesen sein bis zu den Tagen der Passion. Da sind viele mitgelaufen, viele mitgegangen. Manche sind unangenehm aufgefallen durch blöde Fragen, die sie gestellt haben. Manche sind aufgefallen durch das, was sie mal wieder nicht verstanden haben. Von Matthias hören wir nichts. Er ist dabei, im Hintergrund. Und er scheint mir so ein Hintergrundpatron zu sein. Vielleicht können wir ihn anrufen
als einem Patron derer, die ganz unauffällig sind, die sich vielleicht gar nicht im Klaren sind über ihre Berufung. Vielleicht dürfen wir ihn anrufen als einen Patron der, sagen wir, Unentschlossenen. Denn es gibt zwei Kandidaten. Dieser zweite Kandidat, der hat was zu bieten. Der heißt Josef. Aber er hat einen Beinamen. Man nennt ihn Barsabbas. Das ist eigentlich ein bisschen komisch, dieser Name. Das heißt nämlich Sohn des Vaters. Das ist eine Besonderheit. Es wird nicht näher erklärt. Und er hat noch einen Beinamen. Justus, der Gerechte. Na bitteschön, also wenn der es nicht ist, der Apostel werden soll, wer denn dann? Der hat sozusagen, der klappt sozusagen seine Tasche auf und hat so 20 Visitenkarten, wie man das heute macht. Oder so Scheckkarten, so zack. Da kann man ablesen, boah, das ist ein toller Typ. Aber die Apostel lassen sich, wir wissen nicht viel Näheres über diesen Mann. Jedenfalls empfiehlt er sich schon durch die Namensreihe, die man ihm beilegt. Er hat eine Bedeutung, der ist nicht unbekannt. Was würden wir als Menschen sagen? Sehr menschlich zu sagen, ja, also, der macht was her. Aber auch so gehen die Apostel nicht vor. Und auch das würde man sich manchmal für kirchliche Entscheidungsprozesse wünschen, wie sehr man hier auf die Kraft des Gebetes vertraut. Sie beten. Und dann sagen sie nicht so, jetzt haben wir gebetet und jetzt treffen wir die Entscheidung. Nein. Man lässt den Geist Gottes entscheiden, indem man das loswirft. Punkt. Und es wird der Josef, genannt Barsabbas, mit dem schönen Beinamen Justus, der wird es nicht. Es wird der schlichte, einfache Hintergrund Matthias. Der wird es, von dem wir nie etwas vorher gehört haben, von dem wir nie mehr nachher etwas hören werden. Er ist der 12. Apostel. Wie großartig das Wirken und Handeln Gottes hier aufscheint. Was aus der Kraft des Gebetes, was aus der Kraft der Treue zum Wort Christi, was aus der Kraft des Wortes Gottes entsteht. Und wir besingen ihn, schön, in diesen 7 schönen Strophen, die wir im Gotteslob haben in unserem Bistum. Zu Recht. Da hört man immer wieder neu von ihm, weil er ein tatkräftiger Zeuge geworden ist. Die Legende erzählt, dass er in Äthiopien gewirkt hat. In diesem alten christlichen Ursprungsland. Auch wir, die wir manchmal im Hintergrund stehen, sind nicht nur die in der ersten oder zweiten Reihe. Auch wir sind berufen, Zeugen der Auferstehung zu werden. Auch wir, die wir ohne Beinamen sind, sollen Apostel sein in unserer Zeit. Das, was die Apostel von Christus übernommen haben, ihre Treue, die sie umgesetzt haben und schließlich mit ihrem Blut besiegelt haben, das soll uns Ansporn sein und Mut. Aus der Grauzone unseres, ich weiß gar nicht, wie das ist mit meiner Berufung, ich weiß gar nicht, wie das ist mit meinem Glauben, aus dieser Grauzone herauszukommen, mutig. Und zu wissen, dass dieser Satz gilt, den Jesus uns heute auch im Evangelium sagt. Nicht ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt.